schwer fandst du das Zahnmedizinstudium und wie schwer schätzt du es im Vergleich zu Medizin? Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Zahnmedizinstudium sehr schwer und ich finde es auch noch mal schwerer als Medizin. Jetzt werden wahrscheinlich alle Medizinstudenten und Ärzte böse Kommentare unter meinem Video schreiben, dass Medizin ja viel schwieriger ist. Aber ich kann natürlich von meiner persönlichen Einschätzung nur sprechen. In meiner Familie haben welche Humanmedizin studiert. Freunde von mir haben Medizin studiert und in meinem Semester waren auch welche, die haben erst Medizin studiert und hinterher Zahnmedizin, weil sie nämlich Kieferchirurgen werden wollten und dafür muss man beides studiert haben. Und nach dieser Einschätzung kann ich sagen, dass Zahnmedizin nochmal schwerer ist als Humanmedizin, haben auch die gesagt, die beides studiert haben. In beiden Studiengängen muss man extrem viel lernen und vor allem auch extrem viel auswendig lernen, also in kürzester Zeit eine Unmenge an Wissen aneignen und so viel lernen. Das ist in beiden Studiengängen so. Bei Zahnmedizin kommt aber noch hinzu, dass man einen sehr hohen emotionalen und psychischen Druck bekommt durch die Kurse. Das ist in der Vorklinik die zahntechnischen Kurse und später in der Klinik dann die Kurse am Patienten. Und das ist ein sehr krasser emotionaler Druck, den man da bekommt, den man, glaube ich, auch nicht richtig nachvollziehen kann, wenn man es nicht selber studiert hat und der auch sehr schwierig ist zu erklären. Es ist nämlich so, dass bei diesen praktischen Kursen, die man das ganze Studium über hat, eigentlich keine Zeit für Fehler hat. Man muss es eigentlich alles beim ersten Mal hinbekommen und wenn irgendwas schief geht, kann es ganz schnell bedeuten, dass man durch den Kurs fällt und damit gleich durch das ganze Semester fällt. Dass man also das Semester wiederholen muss. Und das ist ein enormer Druck, den man da die ganze Zeit hat, dass man es wirklich beim ersten Mal hinbekommt. Und dieser emotionale Druck wird auch noch dadurch verstärkt, dass man einige Dinge einfach nicht selber in der Hand hat. Es ist nicht immer so, dass man halt einfach mehr lernen kann, um besser zu sein, sondern manche Dinge hat man nicht in der Hand. Zum Beispiel, ob der Patient jetzt kommt oder ob er dich versetzt, ob er vielleicht komplett abspringt. Ob zum Beispiel beim Guss irgendwas schief geht oder beim Einbetten, wenn man eine Krone machen möchte, dass irgendwie das Wachs sich verzieht oder irgendwas. Es sind so viele Dinge manchmal, die man nicht in der Hand hat, wo man einfach nur so denkt, oh Gott, hoffentlich klappt jetzt alles, weil man die Kontrolle darüber nicht hat. Und dann ist es auch so, dass man fast nur mündliche Prüfungen hat. Es gibt ein paar schriftliche, die sind aber nicht so schwer und auch nicht so wichtig, sondern alle wichtigen Prüfungen sind in Zahnmedizin mündliche Prüfungen. Das heißt, man kann auch nicht auf Lücke lernen. Wenn man schriftlich geprüft wird, bei einem großen Spektrum an Fragen, kann man ja, wenn man knapp in der Zeit ist oder sich nicht alles merken kann, ja nochmal sagen, okay, aber 90% weiß ich bestimmt und die paar Prozent, ich werde trotzdem bestehen, auch wenn ich nicht alles weiß. Aber bei mündlichen Prüfungen kriegst du in der Regel ein Thema. Und wenn du dann dieses eine Thema nicht kannst oder nicht gelernt hast, dann hast du halt echt ein Problem, dann fällst du durch und deswegen, du kannst halt nicht auf Lücke lernen im Zahnmedizinstudium. Es ist aber, wie gesagt, nur meine persönliche Einschätzung. Ich möchte damit niemanden persönlich angreifen oder irgendeinen Krieg hervorrufen, das ist schwerer und nein, das ist schwerer und solche Sachen, darum geht es mir gar nicht. Ich denke einfach nur, es ist wichtig, dass man weiß, worauf man sich einlässt und sich so gut es geht vorher informiert, was auf einen zukommt und dann entscheidet, ist das für einen geeignet oder nicht? Und möchte man das wirklich werden? Ist es einem das wert oder nicht? Ich bereue es nicht, Zahnmedizin studiert zu haben. Ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung und ich hoffe, du triffst auch die richtige Entscheidung. Und für mehr Zahnpflegetipps, mach das Plus weg!